Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing von einer neuen Box für dich. Und zwar ist die Birchbox bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was ich in der Mai-Box diesen Monat verbirge, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Sammy ist auch am Start, denn ich habe hier eben so ein bisschen aufgeräumt, umgeräumt und er hat sich gedacht, ich komme mal mit ins Zimmer und leg mich genau dahin, wo Frauchen immer hintapern will. Deswegen ist die Tür jetzt zu und er ist jetzt drin. Genau, die Birchbox ist eine Box, die kommt aus Frankreich und die kostet normalerweise 16,90 Euro inklusive Versand. Also steht auf der Homepage auch mit 16,90 Euro pro Monat ohne Versandkosten. Es ist aber so, dass ich 13,90 Euro für die Box bezahlt habe, dann nochmal 3 Euro für die Versandkosten und dann habe ich nochmal 1 Euro bezahlt, um die jetzt relativ zeitnah zu bekommen, dass die halt auch im Mai ankommt und ja, genau, ihr habt mich da zuhauf drauf irgendwie verlinkt oder mir die geschickt und jetzt habe ich mir gedacht, okay, dann probiere ich die mal aus. Ich habe die jetzt tatsächlich im jederzeit kündbaren Abo mir geholt. Die Box an sich ist sehr, sehr klein, aber sehr, sehr hübsch, ne? Mir gefällt das Design, das ist sehr grün, sehr blumig und dann hast du hier auch so ein paar Orangen mit drauf. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ja, es ist kompakt und du kannst es wirklich als so schönes Geschenk Schächtelchen verwenden. Das mag ich, weil du es wirklich von den ganzen Seiten auch bedruckt hast. Und in der Zeit, wo ich dort bestellt habe, gab es auch noch eine kleine Aktion und zwar konnte man einen Hoola-Bronzer nochmal gratis mit dabei kriegen und das habe ich ausgewählt und jetzt wollen wir mal zusammen in die Box reingucken und schauen, was da drin ist, was sich da drin verbirgt. Gleich sitzt der Mann auf meinem Schoß, ich sag's euch. Auf der Homepage kann man tatsächlich auch Produkte kaufen, die halt in der Box drin sind. Das heißt, ich habe eben nochmal geschaut, auch wegen der Preise und so. Und da wurde mir direkt halt auch der Inhalt von meiner Box in Originalgröße vorgeschlagen. Denn hier drin sind quasi Mini-Größen von sehr hochpreisigen Produkten. Und ich konnte mir eine Lippenstiftfarbe aussuchen. Ja, ich habe jetzt leider schon mich ein bisschen geschminkt. Das habe ich einfach off-camera gemacht. Ich brauchte das. Es ist heute Freitag. Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich brauchte so ein bisschen Make-up-Therapie, um das mal so zu sagen. Ich habe mich mit der Jolina Men und Lethal Cosmetics Palette geschminkt und mich da so ein bisschen an meinem Kleid orientiert. Ich verlinke dir auch alles unten in der Infobox. Und ja, ich habe den Deckel entfernt. Da ist nichts drin. Okay, so, dann schauen wir uns das mal an. Die Homepage ist so auf Deutsch, Englisch, Französisch, aber man kann Deutsch einstellen. Die switcht immer mal wieder auf Französisch zurück, aber man kann das immer wieder zurückändern. Das müssen die vielleicht noch ein bisschen verbessern. Du hast hier erstmal so einen Einleger drin, wo die ganzen Produkte drin stehen, mit den Preisen von den Originalgrößen, was ich cool finde. Und wenn du Abonnentin von der Box bist, boah, kommt da gerade ein guter Duft raus, dann bekommst du die Produkte auch scheinbar ein bisschen günstiger. Und ja, ich werde euch aber, wenn ich die Preise von den Produkten einblende, die Originalpreise einfach einblenden. Okay. Hier haben wir den ersten Blick in die Boxen, die ist schon mal sehr prall gefüllt, dafür, dass wir nur Minis drin haben, finde ich das ganz cool. Hier habe ich auch einen Gutschein mit dabei, 25 Vintage-Fotos gratis, lade dir die Lala Lab oder Lala Lab App runter und gib den unten stehenden Code am Ende deiner Bestellung ein. Jo, muss ich mal gucken, ob ich das verwende, ne? Das ist auch direkt auf so einem Fotopapier gedruckt, ist glaube ich ganz niedlich jetzt gerade so. Wir haben jetzt bald Urlaub und vielleicht habe ich da 25 Fotos, die ich ganz nice finde. Vielleicht. Muss ich mal schauen. Okay. Ich sehe hier übrigens kein Krüppelpapier. Also das ist so in einem Karton geliefert worden und eine Adresse aus Holland stand drauf. Keine Ahnung. Hier haben wir auch direkt den Hoola Bronzer in Mini drin. Das ist dieser hier. Ich habe den Hoola Bronzer tatsächlich schon in einer Cheekleaders Palette, die ich mir letztens geholt habe. Das heißt, der wird jetzt demnächst einmal in eine Verlosung wandern. Das ist halt der Original Benefit Hoola Bronzer in Mini. Ja, fand ich ganz cool, dass es den gratis mit dabei gibt. Ich weiß gar nicht, 4 Gramm, genau. Ich habe gerade 40 gelesen, so. Nein. Genau, 4 Gramm sind da enthalten. Und ja, kommt demnächst, wie gesagt, in eine Verlosung. Dann habe ich hier als erstes Produkt French Pompon Baia. Cremecore. Oh, das ist eine Körperlotion mit Rose und Litchi. Das finde ich cool. Hinten drauf steht es auf Französisch und auf Englisch. Aber garantiert haben wir das natürlich auch noch hier in diesem Heftchen mit drin. 25 ml sind in diesem Tübchen. Rose und Litchi mag ich sehr, sehr gerne vom Duft her. Das finde ich cool. Ja, diese schöne Creme wird auf deiner Haut Wunder wirken. Jo.
Okay, da ist Kokosöl drin, gut, das mag ich nicht so gerne. Shea-Butter, Aloe Vera und all das angereichert mit Bienenwachs und Jojobaöl. Ja, hört sich auf jeden Fall pflegend an. Die Pluspunkte, seine Formel, die anhand von Rosenwasser entwickelt wurde. Rosenwasser liebe ich. Und 96% natürlicher Inhaltsstoffe enthält, ohne Parabene und Phenoxyethanol. Okay, Ergebnis eine sanfte, leicht parfümierte Haut mit einem Hauch von Rosen und Litschi. Und ja, das ist made in France. In Frankreich. Ist noch zu. Okay, dann kann ich das jetzt nicht testen. Riecht aber sehr, sehr angenehm daraus. Willst du auch mal riechen? Hast du dir auch schon mal so eine Box irgendwo aus aller Welt, sage ich mal, abonniert? Hast du dir das mal angeschaut? Ich finde es super interessant, was andere Länder auch so zu bieten haben. Zum Beispiel die My Little Box kommt ja ursprünglich aus Frankreich und ist hier in Deutschland auch schon sehr, sehr gut etabliert. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das mit anderen Boxen halt auch so noch verhält. Ich sehe hier auch hauptsächlich Pflege drin. Als nächstes habe ich von Papaye New Seed Maske. Sehr gut. Rise and Shine Mask Capillaire. Mhm. Okay, das ist eine vegane Gesichtsmaske, die ganz schön groß ist. Also das ist eine 30ml Tube. Die riecht angenehm. Weiß nicht. Auch die ist halt noch original verschlossen. Da kommt jetzt so, ne? Ist das jetzt noch zu? Das finde ich ehrlich gesagt übrigens gut, ne? Wenn das halt noch vollkommen zugeklebt ist. Das ist eine Haarmaske von New Seed. Ja, New Seed ist die Marke. Und Papaye, weiß ich nicht, was das heißt. Weiß ich nicht. Aber New Seed ist die Marke. Rise and Shine Haarmaske. Sehr gut. Schließ die Augen und lass dich vom tropischen Geruch dieser Haarmaske entführen. Seine samtige Textur wird jeden Haar Typ erfreuen. Wir lieben sie für ihre vegane Zusammensetzung mit 98% natürlicher Inhaltsstoffe auf Basis von Papaya und Bio-Kokosöl. Immer dieses Kokos. Ich bin jetzt kein Fan von Kokos, muss ich gestehen. Die tief ins Haarinnere nähren und das Haar super kämmbar hinterlassen. Lasse sie 5 bis 10 Minuten auf gewaschenes und in Handtuch getrocknetes Haar einwirken. Spüle sie aus und bewundere deine sanfte und glänzende Haarpracht. Finde ich prinzipiell ganz cool. Andererseits ist es bei mir so, dass ich das immer öde finde, wenn ich dann meine Haare erst waschen muss und die dann 5 bis 10 Minuten ins Handtuch getrocknete Haar einwirken lassen soll. Da weiß ich nie so genau, was ich dann machen soll, aber gut, 5 bis 10 Minuten, da kannst du in der Zeit vielleicht Beine rasieren oder so. Man weiß es nicht. Juti, dann haben wir hier, von MeinTan oder MineTan, keine Ahnung, EOD Tan Milk, EOD, Every Other Day Hydrating Gradual Tan Milk. Okay, das kann man vielleicht echt mal auf den Beinen verwenden. Das ist ja auch ganz interessant. Das ist eine Tube mit 30ml. Du bist nicht wirklich bereit, deine Beine an sonnigen Tagen zu zeigen? Nein, überhaupt nicht. Ui, die sind so weiß. Hole dir ganz einfach ein bisschen Sonnenbräune. Diese feuchtigkeitsspendende Körperlotion kümmert sich um alles. Sie gibt dir den goldenen Hauch, der noch fehlt. Sie nährt tiefgründig dank seiner Formel mit Kokos, Argan und Macadamiaöl und hinterlässt deine Haut natürlich gebräunt. Ich habe ein bisschen Angst davor. Aber, hey, wie gesagt, ich habe Urlaub bald, ne? Dann kann man die mal austesten. Ich bin echt gespannt. Oh. Aber wie ihr schon merkt, ich muss mir wirklich durchlesen, was das für Produkte sind. Also das sind sehr neuartige, sehr etwas andere Produkte. Finde ich cool. Dann habe ich hier aber ein großes Produkt drin von Bioderma. Das ist ein für sensible Haut, Hypoallergen ohne Parabene, Solution, eine Micellenwasser ist es wahrscheinlich, oder? Und das ist ganz schön groß. Dafür, dass es eine Box ist, wo du eigentlich nur Proben drin findest, finde ich das top. 250ml sind hier enthalten. Das könnte fast schon eine Originalgröße sein, finde ich. Und das ist einfach ein Micellenwasser, ne? Aber alle anderen Sachen sind irgendwie gefüllt mit Kokos. Why? Ich mag nicht so gern Kokos. Ich bin eher so der Rose, Blume. So ein Typ bin ich. So. Was haben wir hier noch? Zwei Sachen haben wir hier noch drin. Ganz schön viel, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte sind in der Box. Finde ich cool. Garantia Diabolique Glaçon Gelée Cristalline en Eau. Mhm. Das ist irgendwie eine Anti-Pollution-Irgendwas-Creme. Und Anti-Müdigkeits-Creme. Okay. Wahrscheinlich fürs Gesicht. Hinten steht es auf Französisch drauf. Oh. Mit feuchtigkeitsspendendem energetisierenden Kristallgel. Das wird die Haut aufpeppen. Läuft. 98% natürliche Inhaltsstoffe, das finde ich auch ganz cool. Anti-Müdigkeit, Anti-Trockenheit, Anti-Umweltverschmutzung. Es wirkt wie ein natürliches Schutzschild, um deine Haut zu schützen und zu boosten. Was ich natürlich ganz geil finde, ist, dass die Karte wirklich vollkommen auf Deutsch ist, ne? Das muss ich wirklich lobend erwähnen. Das ist geil. So, letztes Produkt. Dekorative Kosmetik von Josephine.
Das ist dieses Produkt und das ist ein Lippenprodukt. Da konnte ich mir, wie gesagt, die Farbe aussuchen. Ein Matt Liquid Lipstick. Okay, das sind 6 Gramm hier drin. Cruelty free und vegan. Vegan, deutsch. Finde ich gut. Oh, der sieht ein bisschen aus wie von House Laboratories. Das ist ja cool, oder? Ja, die Farbe ist sehr, 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 sehr ähnlich. Und auch das Packaging, ne? Sieht man. Sehr ähnlich. House Laboratories ist ja die Marke von Lady Gaga. Und das hier von ihr ist, glaube ich, entweder ein Liquid Lipstick oder ein... Boah, das ist so klein geschrieben. Venus irgendwas. Genau. Und das hier ist die Farbe Filou. Riecht sehr, sehr angenehm. Und der ist recht dickflüssig, aber ich finde den ganz schön. Der gefällt mir auf jeden Fall. Ich habe jetzt leider was auf den Lippen drauf, was natürlich vollkommen ähnlich ist von der Farbe her, ne? Ja, aber deswegen kann ich das jetzt nicht dort auftragen. Was ich natürlich jetzt mal machen möchte, ist den von Haus daneben zu swatchen. Ah nee, das war ein Gloss, ne? Aber farbtechnisch passen die zum einen sehr gut zusammen. Da kann ich mir gut vorstellen, diesen matten als Basis aufzutragen und den dann zu toppen mit dem von Haus. Weil ich mag ja nicht so gerne Solo-Matt-Liquid-Lipsticks, weil mir das einfach zu austrocknend ist, ne? Genau, das war jetzt tatsächlich die Mai-Box und ich bin jetzt so für meine First Impression, für das erste Mal, dass die Box hier bei mir eingetroffen ist und ich sie ausgepackt habe, bin ich sehr positiv überrascht. Ich finde es klasse, was da drin ist. Die Leute haben da wirklich von Kopf bis Fuß schöne Sachen reingepackt. Ein bisschen was für die Haare, ein bisschen dekorative Kosmetik, ein bisschen was für den Körper. Finde ich echt ausgewogen und klasse, gefällt mir. Und ich mag es ehrlich gesagt auch, dass wir relativ kleine Produkte drin haben. Und ich denke, dass wir werttechnisch relativ hoch liegen werden. Deswegen hat sie mir gefallen und ich lasse das Abo weiterlaufen. Ihr werdet jetzt jeden Monat von mir hier auf diesem Kanal dann auch ein entsprechendes Unboxing sehen. Freut euch schon mal drauf. Ich freue mich auf jeden Fall und bin gespannt, was ich so in den nächsten Monaten erleben darf. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!